Heute gibt es den Wärmedurchgang. Also von einem strömenden Fluid an die Wand, Wärmeleitung durch die Wand und dann Abführung der Wärme von der Wand an ein Fluid. Wir stellen uns das vor, dass das tatsächlich in Schichten ist, also die Wärmeleitung durch die Wandschicht können wir uns sehr gut vorstellen, aber wir sagen auch, der Wärmeübergang passiert in einer Grenzschicht und je kleiner die Grenzschicht ist, umso geringer ist der Widerstand gegenüber dem Wärmestrom durch die Wand und auch ja, und was ist der Wärmestrom, was ist die Wand, durch die der Wärmestrom geht? Das ist die, die wir senkrecht sehen. Also hier habe ich jetzt mal eine geringere Grenzschicht so gezeigt und hier auf der anderen Seite ist ein bisschen eine breitere Grenzschicht. Also nehme ich an, dass hier eine wenig höhere Temperatur im Kern der Strömung sein muss, um an der Wand eine Temperatur zu erzeugen, die bloß wenig kleiner ist. Dann haben wir die Wärmeleitung durch die Wand und von der Wand wird wieder Wärme abgegeben. Deshalb ist dann im Kern der Strömung die Temperatur niedriger und weil hier die Schichtdicke größer ist, wir nehmen mal an, eine laminare Strömung ist hier, fällt hier die Temperatur mehr ab von der Wand bis zum Kern der Strömung. Und jetzt wollen wir den zusammenfassenden Leitwert für die Wärme herausbekommen, aber wir müssen, da diese drei Schichten Widerstände darstellen, erstmal den Einzelwiderstand bestimmen. Das wäre hier 1 durch Alpha innen, da 1 durch Alpha außen, hier Delta X, die Schichtdicke durch die Wärmeleitkoeffizient Lambda. Und diese Einzelwiderstände, die müssten wir addieren und einen Gesamtwiderstand bilden und dann können wir den Kehrwert vom Gesamtwiderstand nehmen und das ist dann der Gesamtleitwert. Und das leiten wir uns jetzt theoretisch her. Ich lasse das mal hier so stehen. So, und jetzt geht's in dieses Thema. Also nach 2.3, eindimensionaler stationärer Wärmeübergang. Hier haben wir uns eigentlich schon den Wärmedurchgang auch gezeichnet. Kommen wir jetzt zum Wärmedurchgang. 2.4, Wärmedurchgang und ich kürze das mit WD ab. Ja, hier haben wir so ein, und das ist auch wieder ein eindimensionaler. Weil ja alles andere haben wir ja auch eindimensional betrachtet und zwar in X-Richtung. Das ist jetzt hier die X-Richtung. Das hier ist das Temperaturprofil T und wir betrachten das erstmal an einer ebenen Wand. Also hier haben wir einen Ausschnitt der Wand. Und hier haben wir, der Widerstand wird repräsentiert durch die Schichtdicke Delta X. Und je kleiner der Lambda-Wert ist, Lambda, und es kommt zu einem Temperaturabfall durch die Wand. Je kleiner der Lambda-Wert ist, umso größer ist der Temperaturabfall in der Wand. Und hier sagen wir, das ist T-Wand innen, das ist T-Wand außen. Nun gibt es eine Vorgeschichte. Es muss etwas geben, was wärmer war. Und jetzt nehmen wir mal an, hier haben wir nur eine turbulente Strömung. Und hier ist jetzt der Kern der Strömung, sagen wir, da ist T innen. Es fällt nur wenig ab, weil es eine kleine Grenzschicht nur ist. Na, wir hatten gesagt, da die Idealisierung, ich mache es mal mit einem Bleistift, dass wir sagen, hier, dass der Temperaturabfall nur im Kern in der Grenzschicht ist. Also hier haben wir unsere Grenzschicht und da haben wir unser Alpha innen. Aber der Widerstand wird repräsentiert durch 1 durch Alpha innen. Wenn wir das hier auch als Widerstand für die Wärmeleitung beschreiben. Also hier haben wir zweitens Wärmeleitung und erstens unseren Wärmeübergang. Und nehmen wir mal an, auf der anderen Seite
gibt es nicht so einen starken Windstrom. Und da ist der Unterschied zwischen der Wand und der Temperatur im Kern größer. Also TA, das ist dann tatsächlich die Temperatur im Kern der Strömung. Und jetzt haben wir hier eine viel, viel dickere Grenzschicht. Und wenn wir jetzt hier die Temperaturabnahme idealisieren würden, dann würden wir sagen, dann ist das so. Im Kern ist es gleich. Ne? So, und dann haben wir unseren zweiten Wärmeübergang. Was können wir uns auch merken? Es kann viele, viele Schichten geben, durch die es Wärmeleitung Mechanismus gibt, aber es gibt immer nur zwei Wärmeübergänge. Weil von einem Fluid zu einer Wand und von einer Wand zu einem Fluid. Das ist das, was wir uns immer merken können. So, und jetzt werde ich hier den Widerstand auch formulieren, und zwar ist das 1 durch Alpha außen. Ja, genau. So, und alles zusammen, von da bis da, das ist der Wärmedurchgang. Und jetzt müsste ich die Strömung mal noch andeuten. Nehmen wir mal an, hier ist die Kernströmung so und da ist die Kernströmung so. Ja, und weil es weil es diesen Temperaturunterschied gibt, kommt es zum Wärmestrom. Und jetzt werde ich den mal einfach nur durch die drei Schichten andeuten, von der höheren Temperatur zur niedrigeren. In der Klausur kann es auch mal sein, dass hier innen etwas Kaltes fließt und außen etwas Warmes. Dann müsste die Wärmestromrichtung natürlich umgedreht werden. So, Q-Punkt fließt. Ja, wie gesagt, das sind drei Widerstände in Reihe. Und was müssen wir uns da, können wir uns da vorstellen? Also Reihenschaltung. Für die Reihenschaltung gilt, dass man für den Gesamtwiderstand, also man kann die Widerstände auf zweierlei Wegen beschreiben. Widerstände addieren, das wissen wir bei der Reihenschaltung. Und man könnte das einerseits machen, dass man sagt, dass man die Leitgrößen im Kehrwert nimmt. Also 1 durch G1 plus 1 durch G2 plus 1 durch G3 ist gleich 1 durch G Gesamt. G steht für Wärmeleitgrößen. Und das würde aber auch ganz genauso heißen, also R Gesamt ist gleich 1 durch G Gesamt ist gleich R1 plus R2 plus R3. Und was ist jetzt jeweils der Einzelwiderstand, also was korrespondiert miteinander? Das hier, das hier, das hier. So wie 1 durch G Gesamt R Gesamt ist, ist 1 durch G1 gleich R1. Und was sind nun unsere Leitgrößen? Erinnern wir uns, wenn wir jetzt den Wärmeübergang betrachten, je größer die Wärmeübergangszahl ist, umso besser leit es ist. Also die Leitgröße ist Alpha und das ist jetzt Alpha innen und 1 durch Alpha innen ist dann der Widerstand gegenüber dem Wärmestrom beim Wärmeübergang. So, und für den anderen Wärmeübergang können wir das auch beschreiben. Das ist 1 durch Alpha außen plus, und hier haben wir es uns auch schon formuliert, den Widerstand in einer Wandschicht durch Wärmeleitung ist umso größer, je größer die Grenzschicht, die Schichtdicke ist, Delta X durch Lambda. Jetzt haben wir uns das alles formuliert.
Und wenn wir mehrere Wandschichten haben, dann müssten wir eben hier wieder die Widerstände der einzelnen Wandschichten, die tatsächlich sind, formulieren. Und das ist jetzt der Widerstand beim Wärmedurchgang, so wie wir es hier auch formuliert haben. Und jetzt gibt es eine eigene Bezeichnung für die Gesamtleitgröße, die der Kehrwert ist des Gesamtwiderstandes, S1 durch K. In der Bauwirtschaft sagt man auch 1 durch U. Und ja, jetzt haben wir also hier das formuliert für eine Wand. Also wenn durch eine Wand die Wärmeleitung geht, haben wir uns hier die Wärmedurchgangs-Gesamtwiderstand und Gesamtleitwert formuliert. Und dieses K, was alles beschreibt, dieses K, das ist der sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient. Wärmedurchgangskoeffizient und den können wir so bestimmen und der hat die Einheit wie der Wärmeübergangskoeffizient, weil es ist auch hier im Kehrwert und zwar in so und so viel Watt werden übertragen pro 1 Quadratmeter Wärmeübertragungsfläche, wenn es abgekühlt wird durch die Wandschicht pro Kelvin, in Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Und jetzt können wir auch den K-Wert hier wieder als Kehrwert beschreiben. Daraus folgt, K ist auch 1 durch die Aneinanderreihung der Widerstände. Warten Sie, ich mache das mal hier doch mehr an den Rand. Daraus folgt, K ist 1 durch die Aneinanderreihung der Widerstände, 1 durch Alpha innen und 1 durch Alpha außen. Und wenn wir jetzt mehrere Wandschichten haben, Wärmedurchgangskoeffizient mit mehreren Wärmeleitungswandschichten oder durch mit durch mehrere Wärmeleitungswandschichten, da haben wir eben einmal die schichtige Delta X durch Lambda für eine. Und wenn wir mehrere haben, haben wir hier mehrere Lambda Ns und mehrere Schichtigen und nehmen die Summe für N gleich 1 bis K, je nachdem, wie viel Schichtigen wir haben. Und hier müssen wir das Plus nehmen. Ja, damit haben wir hier den K-Wert durch mehrere ebene Wandschichten. Oder auch Groß-U-Wert. Durch, ja. So, wir müssen, und jetzt können wir auch das noch anders formulieren. Für den Wärmestrom, also für den Wärmestrom durch die drei Widerstände, durch die beim Wärmedurchgang gilt Folgendes. Wenn wir jetzt wieder die Zwischentemperaturen berechnen wollen und wir können das hier nur innen und außen die Temperaturen so einigermaßen messen, dann können wir also auch Folgendes formulieren. Für Q-Punkt durch die drei, jetzt nehme ich wieder nur eine Wandschicht an, ne? Hier habe ich erweitert auf mehrere, durch die drei
Widerstände beim Wärmedurchgang gilt. Jetzt möchte ich die Triebkraftgleichung für durch jede Grenzschicht beschreiben. Und es ist ja so, der Q-Punkt, der hier durchgeht, der geht auch durch die feste Wand und der geht auch wieder durch die Grenzschicht und ist auch gleich dem Q-Punkt, der durch alles geht. Das ist wie ein Volumenstrom. Den können wir einmal beschreiben, dass er durch eine 100 Meter lange Rohrleitung geht, aber der geht auch durch jeden pro Meter Rohrleitungsabschnitt als Volumenstrom hindurch. So können wir das vergleichen. Und da haben wir eben für den ersten Wärmeübergang haben wir der Wärmestrom, der durchgeht, ist proportional dem Wärmeübergangskoeffizienten Alpha I mal A der Wärmeübergangsfläche, und die Wärmeübergangsfläche wird durch die feste Fläche formuliert. Also wenn wir uns das hier vor Augen halten, das hier ist die Schichtdicke und das ist die Wärmeübergangsfläche, und der Wärmeübergang geht auch zu dieser Fläche hin, der festen Wand. Ne? Mal A, der festen Wand, mal, was ist jetzt der Temperaturunterschied, ist, damit überhaupt hier was durchgeht, ist Ti minus T Wand I. Und so können wir die Zwischentemperaturen wieder berechnen. Und zweitens die Wärmeleitung, da ist es der Q-Punkt, ist gleich, jetzt muss ich wieder den Leitwert der Wärmeleitung nehmen, Lambda durch Delta X mal A, die Fläche, mal Temperaturunterschied TWI minus TWA, TWI minus TWA. Und drittens der Wärmeübergang, oh, hier habe ich noch mal zweitens geschrieben, da muss ich drittens schreiben. Dieser Wärmeübergang, drittens Wärmeübergang Q-Punkt, ist gleich der Wärmeübergangskoeffizient Alpha außen mal A mal dem Temperaturunterschied hier beim Wärmeübergang TWA minus TA, die Temperatur im Kern. Und das ist gleich alle drei Widerstände aneinander addiert. Jetzt müsste ich also erstmal sagen, für den Gesamtprozess Q-Punkt ist gleich jetzt muss ich erstmal alle einzelnen ich muss also beim ersten Vorgang erstmal durch Alpha I teilen, also Q-Punkt durch Alpha I plus Q-Punkt durch Lambda durch Delta XI. Oder ich drehe es um und sage Delta X durch Lambda plus 1 durch Alpha A. Also ich habe jetzt eigentlich hier erstmal jede einzelne Gleichung durch den Leitwert geteilt, das auf die andere Seite gebracht und dann aber das addiert gleich plus plus. Und dann sage ich auch mal durch A ist gleich und jetzt bleibt auf der anderen Seite bloß noch übrig bei den addierten Gleichungen Ti minus Twi plus TWI minus TWA plus TWA minus TA. Und jetzt sehen wir, worauf ich wieder heraus will. Also wenn wir die Widerstände addieren,
Dann können wir auch die Gesamttriebkraft jetzt hier bilden. Sie sehen, das hier hebt sich auf und das bleibt der Temperaturunterschied Ti minus Ta mal A. Q-Punkt und mal 1 durch, jetzt muss ich Alpha I plus Delta X durch Lambda plus 1 durch Alpha A wieder nehmen. Und was sehen wir wieder? Das hier ist das, was wir als K-Wert formuliert haben. Ist gleich K. A, das ist die Apparategröße, also die Wärmeübertragungsfläche. Wärmeübertragungsfläche. Und das hier ist der Temperaturunterschied. Und jetzt haben wir das zusammengefasst. Das ist die Triebkraft des Wärmedurchgangs. Triebkraft des WD. Und jetzt ordne ich das mal wieder so, wie wir es sonst hatten. Also das ist der K-Wert. Und wir müssen erst die Widerstände aneinanderreihen. Ja. Und jetzt ordnen wir es nochmal und sagen, ich ordne bloß die Produkte. Q-Punkt ist gleich K mal A mal Delta T. Und bei einem Wärme, wenn das Rohr isoliert ist oder wenn für eine Isolierschicht, nee, andersrum, wenn es nicht zur Wärmeübertragung entlang der Fläche kommt, also wenn immer auf der einen Seite an der Wand eine gleich höhere Temperatur ist als auf der anderen Seite oder auch bei den Strömen, wenn hier in dem einen Strom immer die gleiche Temperatur herrscht wie in dem anderen, weil es immer zugeführt wird, die Wärme. Das ist bei einem isolierten Rohr so, also bei einem gedämmten Rohr oder gedämmte Wandflächen. Da ist tatsächlich Ti minus Ta gleich konstant. Aber bei einem Wärmeübertrager muss das erweitert werden. Da ist das ein Delta Tm. Also bei gedämmten Wandflächen, da ist Ti minus Ta gleich konstant und da ist es einfach ein Delta T. Oder ein Delta T ist es auch, wenn hier an der einen Wand etwas kondensiert, zum Beispiel bei 120 Grad und dann ist hier 20 Kelvin wärmer als auf der anderen Seite und auf der anderen Seite verdampft was, dann ist auch der Temperaturunterschied zwischen der einen Seite und an der anderen Seite der Wand immer gleich. Dann haben wir dieses, aber wenn wir Wärme von einem Strom entlang der Fläche abgeben und der andere entlang der Fläche eine Wärme aufnimmt, dann wird es da Temperaturunterschiede geben und deswegen heißt das dann Delta Tm, also die mittlere Temperaturdifferenz entlang der Wand. Mittlere Temperaturdifferenz entlang der Wand. Und wie die gebildet wird, das werden wir uns nochmal aufschreiben. Und jetzt haben wir hier also den Wärmestrom. Der ergibt sich, wenn wir einen hohen Wärmegesamtleitwert haben, wenn wir eine große Wärmeübertragerfläche haben und wenn der Temperaturunterschied recht groß ist. Und auch dann die mittlere Temperaturdifferenz entlang der Wand, schreiben wir schon mal an, bei Wärmeübertragern. Bei Wärmeübertragern.
Übertragern. Da müssen wir das erweitern und ich weiß, dass Sie aber in der Klausur oft nur nehmen, dieses Delta T bei gedämmten Wandflächen oder gekoppelter Kondensation und Verdampfung. Da ist Delta Tm gleich Delta T ist gleich T innen minus T außen. Nur für diesen Sonderfall. Und sonst haben wir hier eine mittlere Temperaturdifferenz bei Wärmeübertragern. Ja, dann haben wir hier unsere, wie nenne ich das manchmal, Triebkraftgleichung. Das ist die Triebkraft. Schreiben wir hin, Triebkraftgleichung. Und nur wenn es die Triebkraft gibt, dann kommt es tatsächlich zu diesem Wärmestrom für stationären eindimensionalen Wärmedurchgang. Genau, ganz allgemein. Und hier haben wir die Besonderheit, manchmal ist es Delta T, so wie wir es von der Herleitung hier haben. Ich möchte noch was ergänzen zu dem, was ich jetzt schon beschrieben habe. Und zwar haben wir uns ja jetzt mit dem Wärmedurchgang an ebenen Wänden beschäftigt. Also muss ich hier eigentlich noch schreiben 2.41 Wärmedurchgang von Fluid an ebene Wand Wärmeleitung durch ebene Wände und von ebener Wand an Fluid. Also es geht hier immer um die ebene Wand, ne? Und die Triebkraftgleichung gilt eben jetzt tatsächlich für den stationären Wärmedurchgang vom wärmeren zum kälteren Fluid. Ja, und jetzt möchte ich noch mal auf die Wichtigkeit, dass wir erst den Gesamtwiderstand bilden müssen, bevor wir dann als Kehrwert den Gesamtleitwert, den Wärmedurchgangskoeffizient ermitteln können, an einem Beispiel Ihnen verdeutlichen. Stellen wir uns vor, wir haben eine Kupferwand von 3 cm. Hier, das ist unsere Kupferwand von 3 cm. Und von der einen Seite, jetzt müsste ich eigentlich gleich große Wandschichten darstellen. Ja, nee, ich habe nicht ganz gleich dicke. Ja, stellen wir uns vor, von der einen Seite haben wir Wasser bei 120 Grad Celsius. Und das kondensiert hier an der Wand. Da beim Kondensieren wird Wasser abgegeben, wird Wärme abgegeben und auf der anderen Seite haben wir strömendes Wasser, was siedend ist und was jetzt durch die abgegebene Wärme zum Verdampfen kommt und das muss bei 100 Grad sein. Es muss noch eine Triebkraft sein, es muss an der einen Seite der Wand wärmer sein als der anderen, deswegen nehme ich jetzt als Beispiel 120 Grad und 100 Grad und wir gucken uns das an den Tabellen auch an. Wie dann die Drücke sein müssten, wie können wir das realisieren? Da müssten wir mal in unsere Stoffwertetabelle für Wasser schauen. Ne? Also an der einen Seite der Wand, dass da 120 Grad herrschen und dass es da kondensiert, da muss eben mindestens ein Druck von 2 bar hier herrschen. Das ist abgeschlossen und der Wärmeinhalt dieses Sattdampfes, der kondensiert, ist 2705,9 Kilojoule pro Kilogramm. Und weil die Wand aber kälter ist als 120 Grad, kondensiert das zwangsläufig und es wird sofort die Verdampfungswärme abgegeben, die hier so ein bisschen kleiner ist als 2200 Kilojoule pro Kilogramm. Und dann haben wir hier
Ja, und diese Wärme, die abgegeben wird, führt dazu, wird erstmal durch die Kupferwand durchgeleitet und führt dazu, dass jetzt auf der anderen Seite, wo wir schon siedendes Wasser haben, was einen Wärmeinhalt von 419 Kilojoule pro Kilogramm hat, zum Verdampfen kommt. Und da haben wir dann auch einen hohen Alpha-Wert. Warum will ich das so? Weil wir jedes Mal groß gleiche Leitgrößen dann mal uns konstruieren an dem Beispiel. Ja, also kommt jetzt das Beispiel 1. Hier haben wir das vor Augen. Das ist unsere Kupferwand. Eigentlich wäre es so ein Kupferrohr, aber wir wollen noch nicht zu Rohren. So, Beispiel 1. Und Beispiel 1. Prozess, dass Kondensation von Wasserdampf bei 120 Grad auf der einen Seite Kondensation von Wasserdampf bei 120 Grad Celsius und dass es bei 120 Grad noch flüssig ist, deshalb muss es unter einem Druck von 2 bar stehen. Und das sind, jetzt suche ich dann die Leitgrößen aus. Nee, erstmal reden wir über den Prozess. Dann haben wir Wärmeleitung durch eine Kupferwand, Wärmeleitung durch Kupferwand. Die soll 3 cm sein. Und dann haben wir den Prozess der Verdampfung. Von siedendem Wasser. Und zwar kommt es zur Verdampfung, weil während der Kondensation Wärme abgegeben wird von siedendem Wasser. Und das muss bei einem Temperaturgefälle sein, bei 100 Grad Celsius. Also das Wasser auf der anderen Seite hat 100 Grad und steht nur unter einem Druck von einem Bar. So geht es technisch. So, und jetzt überlegen wir, was sind denn so die Leitgrößen, die man sich jetzt raussuchen würde, die Wärmeleitgrößen. Ich will darauf hinaus. Gucken wir mal in unsere Richtwerte für Alpha, für kondensierenden Wasserdampf könnte ich jetzt 10.000 Watt pro Quadratmeter annehmen. Ne? Alpha innen rund 10.000 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Das ist hier die Leitgröße. So, und Wärmeleitung durch Kupferrohr, da müssten wir hier mal gucken. Für Kupfer nehme ich jetzt mal 300 Watt pro Meter und Kelvin an. Und was ist die Leitgröße? Ist Lambda durch Delta X, wäre also 300 Watt pro Meter und Kelvin. Durch eine Wandschicht von 3 cm, 0,03 Meter. Und das ergibt auch, wenn wir einen Taschenrechner nutzen, hier können wir es kürzen. Ne? Das ist 100 und das ist 0,01 und das ergibt auch 10.000. 100 durch 10 hoch minus 2 sind auch 10.000 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. So, und fürs Verdampfen gucken wir auch wieder in unsere Alpha-Tabellen. Da würde ich jetzt auch so 10.000 annehmen. Das kommt ja immer darauf an, welcher Strom da verdampft. Ich nehme jetzt auch 10.000 an, weil ich Ihnen hier was zeigen will. Alpha außen ist auch rund
10.000 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Und wenn wir jetzt diese Leitwerte addieren würden, da würden wir auf einen Gesamtleitwert von 30.000 Watt pro Quadratmeter und Kelvin kommen. Stimmt aber nicht und dürfen wir auch nicht machen, weil es ist ja eine Reihenschaltung von Widerständen und deswegen müssen wir erstmal die Widerstände bilden. Widerstände. Leitgrößen G können wir hier noch hinschreiben und Widerstände R in, das ist der Kehrwert der Leitgröße, Quadratmeter mal Kelvin durch Watt. So, naja, der Kehrwert ist 1 durch Alpha I, das ist 0,0001 und Delta X durch Lambda ist gleich 0,0001. Und 1 durch Alpha außen ist gleich 0,0001. Und das muss ich addieren. Addieren der Widerstände plus plus, weil es eine Reihenschaltung gegenüber dem Wärmestrom bildet. Und was ist das dann? Also der 1 durch K, der Gesamt oder die Summe. Die Summe ist ja 1 durch K, ist 0,0003. Und das Reziprok von dem, oder man könnte auch sagen 3 Zehntausendstel, genau, ist gleich 3 Zehntausendstel und das Reziprok davon ist jetzt, oder der Kehrwert ist K gleich 3333 Watt pro Quadratmeter und Kelvin und eben nicht 10.000. Ne? Jetzt machen wir hier die Kehrwertbildung. Und das ist der Gesamtleitwert. G Wärmedurchgang. Na? Und ich denke mal, an dem Beispiel ist es jetzt klar geworden. Und wir können das auch in den, also ist erstmal wichtig, immer erst die Widerstände aneinanderreihen, wichtig. Immer erst Widerstände addieren und Gesamtwiderstand ausrechnen dann Kehrwert Kehrwert für K. Und was sehen wir auch? Also die Einzelleitwiderstände sind 10.000, die Einzelleitwerte sind 10.000 und der Gesamtleitwert ist kleiner. Und das können wir auch als Merksatz sagen, der Wärmedurchgangskoeffizient K ist immer kleiner als die kleinste Wärmeleitgröße. Der Wärmedurchgangskoeffizient K ist immer kleiner
als der kleinste Einzelwärmeleit, als die kleinste Wärmeleitgröße. Das ist jetzt nicht nur der Wärmeleitwert, als die kleinste Wärmeleitgröße G. Genau, so haben wir es beschrieben. Ein zweites Beispiel, dass es immer kleiner ist. Es kann ja auch zu wir brauchen ja auch keine Wand unbedingt. Es kann ja auch durch einen Dampf eine Luft erwärmt werden. Also wenn zum Beispiel beim Kraftwerk einfach überhitzter Wasserdampf gegen Luft kondensiert oder sagen wir Sattdampf kondensiert gegen Luft. Gegen eine Luft, die steht, Luft stehend. Ja, was haben wir da als Einzelwärmeleitgröße? Suchen wir uns was raus. Ja, da haben wir hier für, nehmen wir doch wieder für kondensierenden Wasserdampf 10.000 Alpha Kondensation rund 10.000 Watt pro Quadratmeter und Kelvin und Alpha für eine laminare freie Strömung, also Alpha Luft freie Strömung. Da nehme ich jetzt mal willkürlich rund hier für eine freie Konvektion von Gasen, nehme ich mal 10 an, einen relativ hohen Wert. Jetzt kommt es ja drauf an, okay, ja, ist ein bisschen größere Windgeschwindigkeit, aber trotzdem noch eine freie Konvektion, Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Da wäre jetzt die Summe wäre 10.010. Das ist es aber nicht. Wir müssen erst die Widerstände bilden. Widerstände. Und da haben wir 1 durch Alpha Kondensation. Ist wieder ein Zehntausendstel. Oder 0,0001. Und hier haben wir 1 durch Alpha luftfreie Strömung. Ein Zehntel ist 0,1. Und jetzt müssen wir hier die Summe bilden. Und da haben wir 1 durch K ist gleich 0,1001. Und daraus folgt jetzt Kehrwert. K ist gleich, der Kehrwert von 0,1001 ist 9,99 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Und da sehen wir das auch wieder. Jo, das wollte ich noch als Ergänzung. Mit der Erfahrung, dass der kleinste Wärmeleitwert, Einzelwärmeleitwert, den Gesamtleitwert bestimmt, und der Gesamtleitwert kleiner ist, kann man auch zum Beispiel für Fenster einen K-Wert annehmen bei unterschiedlichen Umgebungssituationen. Stellen wir uns mal vor, ne, hier, dass die roten Rücken stellen den Widerstand bei Wärmeübergang dar. Dann haben wir die Glasschicht, dann haben wir eine Luftschicht und dann haben wir wieder eine Glasschicht. Und die Luftschicht, die sehr dick sein muss, die ist der entscheidende Widerstand gegenüber dem Wärmedurchgang durch das Fenster. Und es ist egal, ob jetzt draußen ein großer Wind geht, die Wärme wird nicht so abgeführt. Es ist eine große Dämmwirkung und der K-Wert ist dann recht klein, weil wir wollen ja keinen Wärmedurchgang, wenn die Luftschicht recht dick ist. Und Sie sehen auch, hier können Sie das nochmal sehen, ne? Also
Wärmeübergang an das Fenster, an die Fensterfläche, erste Wärmeleitungsschicht, Glasfläche, dann kommt die ruhende Luftschicht hier, dann haben wir die Außenglasfläche, wir haben also drei Wärmeleitschichten und dann Wärmeübergang von der Glasfläche außen nach außen und es ist egal, ob es stürmt oder schneit. Der K-Wert wird durch die Luftschicht beeinflusst. Und hier sehen Sie, dass der K-Wert, ne, man nennt das ja Isolierglasfenster, hier bei 1,6 angegeben ist, Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Jetzt brauchen Sie diese Stoffwerte mit den K-Zahlen. Ich glaube, das heißt Wärmedurchgangskoeffizient und das möchte ich jetzt mal mit Ihnen vergleichen. Und zwar hier einerseits die Wärmeübergangszahlen, die ja größer sind oft als die K-Werte und hier ja eigentlich immer, das hatten wir ja gerade nachgewiesen und hier sehen Sie Erfahrungswerte für Wärmedurchgangskoeffizienten. Das ist sehr, sehr nützlich. Und wir sehen also, während der Alpha-Wert hier für die erzwungene Konvektion noch relativ hoch ist, also bis zu 100 Watt pro Quadratmeter und Kelvin, sinkt das dann als K-Zahl. Und hier bei Flüssigkeit gegen Gas, da beeinflusst eben die Gasströmung die Verringerung des K-Wertes und das ist sehr, sehr wertvoll. Das bitte ich Sie, dass Sie das nicht vergessen. Und hier war ja unser Beispiel, dass das eine Fluid, was Wärme aufnimmt, siedendes Wasser ist und das, was die Wärme abgibt, der kondensierende Wasserdampf ist und dass da K-Werte entstehen können zwischen 1000 bis 5000 Watt pro Quadratmeter und Kelvin und auch beim Kondensieren und beim Sieden sind dann die entsprechenden Massenströme, die durchgehen, also die Strömungsverhältnisse beeinflussen, eine Einflussgröße. Auch die Temperaturen, also die Temperaturdifferenz. Ich hatte ja als Beispiel Temperaturdifferenz 20 Kelvin, erinnern Sie sich, und die Wandbeschaffenheit und so weiter. Das beeinflusst das. Das ist eine einzelne Wissenschaft. Und hier können Sie aber immer mal nachlesen, wenn Sie einen Prozess auslegen wollen oder eine Rohrleitung in entsprechender Länge auslegen wollen. Ja, das lege ich Ihnen ans Herz. Das ist eine ganz wichtige Quelle. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt, zum Wärmedurchgang durch Rohrwände.